Hallo, Armin hier von Android Next. Ich begrüße heute nicht nur unsere Android Next Leser, das gewohnte Klientel, sondern auch die Leser von netbooknews.de, für die wir ja in der Urlaubsvertretung von Sascha quasi auch Informationen auf netbooknews.de bereitstellen dürfen. Und da haben wir heute auch gleich schon was ganz Besonderes, nämlich frisch bei uns eingetroffen, frisch in Deutschland eingetroffen, das heiß ersehnte, lang erwartete Galaxy Nexus. Ist seit gestern ja in einigen Mediamärkten in der Republik völlig überraschend aufgeschlagen. Heute auch vor ein paar Stunden erst in dem Mediamarkt in Berlin, nämlich in dem größten Europas, im Alexa-Einkaufszentrum am Berliner Alexanderplatz. Gibt's das jetzt? Haben wir uns gleich geholt. Und ja, das packen wir jetzt einfach mal zusammen aus und schauen wir uns erstmal die Packung kurz an. Die ist nämlich erstaunlich länglich, ist man gar nicht gewohnt von solchen Smartphone-Verpackungen. Ganz so lang wird das Telefon, was drinnen liegt, nicht sein. Wir machen jetzt mal auf, das geht etwas, ach so, ist ja noch versiegelt, ist natürlich nagelneu hier. Kurz das Siegel aufschneiden, ohne die Packung zu beschädigen. So. Und da ist das gute Stück auch schon. Wer das interessiert, sieht man das. Sehr lustiges Inlay der Oberschale mit einem kleinen Androiden, der auf die google.com/nexus-Seite hinweist. Zur Seite damit. Das wunderschöne Gerät mal kurz entnommen, ist auf allen Seiten mit Folie verklebt. Schauen wir mal ganz kurz, was hier noch in der Packung drin ist. Also so lang ist die übrigens, weil hier unten quasi ein Zusatzbehälter liegt, in dem sich das Netzteil zum Aufladen befindet. Sonst nichts, lege ich auch zur Seite und dann gucken wir hier nochmal drunter. Kurzanleitung, Garantiekarte, das Übliche und dann eben ein Mini-USB-Ladekabel zur Verwendung mit dem Netzteil oder eben am USB-Anschluss am PC. Kopfhörer, das sind die Standard-Samsung-Kopfhörer, die habe ich auch noch so in ähnlicher Form bei meinem Galaxy S1 bekommen. Nichts Besonderes, aber auch nicht schlecht. Und ja, der hier in Europa standardmäßige 1750 mAh Akku hat mir ja neulich mal berichtet, für Koreaner, die sich das Gerät quasi im Heimatland von Samsung kaufen, gibt es in der Packung sogar noch einen 2000 mAh Ersatzakku mit entsprechender Rückschale dabei. Bei uns leider nicht, nur 1750 mAh, sollte aber reichen, auch wenn das Nexus, wie wir jetzt gleich sehen, natürlich diesen grandios riesigen 4,65 Zoll Screen hat, der bestimmt einiges an Leistung frisst, weil er eben auch sehr hoch auflöst. 1280 mal 720 oder mal 800p, ich weiß es jetzt gar nicht genau, sind es auf jeden Fall HD-Auflösung. Ja, und dann würde ich sagen, ziehen wir hier die Folien ab. Das ist ja meine Spezialität immer. So, lege ich auch zur Seite, dass denen nichts geschieht, falls wir es wieder einpacken möchten. Ja, Rückseite fühlt sich hochwertig, also hochwertig ist natürlich Plastik, ist dasselbe Labberplastik wie beim Galaxy S2, ist aber schön geriffelt, deswegen durchaus griffig. Die Rückenschale zieht sich auch genauso, ja, je nachdem leicht oder schwierig ab, wie man das vom S2 kennt. Und dann legen wir gleich mal den Akku rein, der muss so rum da rein. So, passt. Und dann die Rückenschale eben wie vom S2 mit ein bisschen Nachdruck hier einfach wieder an allen Pins einklemmen. Da hat man immer bei diesen Samsung-Geräten das Gefühl, man macht da gleich was kaputt. Erfahrungsgemäß geht da aber nichts kaputt. So, jetzt sitze wieder. Ja, und dann ist das Gerät fertig zum ersten Hochfahren. Und dann dürfen wir, ja, das Display sieht ja jetzt schon im Bootbildschirm grandios aus. Während das hochlädt, zeige ich jetzt mal quasi so ein paar Standardgeräte daneben, damit man das größentechnisch zuordnen kann. Also rechts jetzt das Galaxy S1, das hat ja nur ein 4 Zoll Display, ist natürlich dementsprechend kleiner, aber das sieht man jetzt auch, hoffe ich, ein bisschen dicker auch als das Galaxy Nexus, zumindest oben rum, unten wird das Nexus ja ein bisschen dicker. Dann haben wir hier noch ein Sony Ericsson Xperia Arc ist das, ein Arc S sogar, das hat ein 4,2 Zoll Display, das schlägt sich so im Größenvergleich und dann natürlich eigentlich der ja, direkte Vorgänger, weiß ich nicht, ist fast so ein bisschen der Bruder im Geiste, das Samsung Galaxy S2, das ein 4,3 Zoll Display hat und insgesamt aber auch immer noch ein bisschen kleiner, zumindest in der Länge, als das Galaxy Nexus ist. Also das Galaxy Nexus ist schon nicht das kleinste Smartphone, es ist kein Galaxy Note, das ist auch gut so, aber es ist jetzt auch kein Xperia Ray oder Mini. So, ich hatte gerade gesehen, er war jetzt fertig mit Hochladen.
Wechseln wir ganz kurz mal die Sprache auf Deutsch. Ich kenne mich schon ein bisschen aus mit Android 4.0 Ice Cream Sandwich, weil ich seit ein paar Tagen eine sehr gut funktionierende Modifikation auf meinem Galaxy S1 habe. Deswegen hoffe ich, dass ich hier einigermaßen zügig mich durchnavigieren kann. WLAN ist eingerichtet und ich habe noch was Feines eingerichtet, nämlich das Face Unlock Feature. Das zeige ich euch jetzt mal. Das funktioniert erstaunlich gut. Ich habe es gerade mit einem Kollegen, der natürlich ein anderes Gesicht hat als ich, ausprobiert. Da ging es nicht. Und bei mir reicht es tatsächlich. Ich mache es jetzt an. Und jetzt seht ihr mich gleich da mit der Kamera und das hat trotzdem gereicht. Er hat mich trotzdem erkannt, obwohl da echt nur ein Schnipsel meines Gesichts zu sehen war. Und wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass er jeden freischaltet. Bei zwei Kollegen von mir hat es gerade nicht funktioniert. Also es ist jetzt kein super Sicherheitsfeature, aber es funktioniert schon einigermaßen. WLAN habe ich jetzt aktiviert, seht ihr. Und jetzt schauen wir uns doch mal den Browser an. Ich habe da schon mal für unsere Netbook-News-Leser Netbook-News aufgemacht. Ganz tolles Feature vom Browser ist ja quasi die vielen Tabs, die es jetzt gibt. Und es gibt eine Labs-Funktion im Browser, die kennt ihr von Honeycomb-Tablets. Wenn ich hier von links mit dem Daumen reinkomme, geht so ein Rädchen auf und da kann ich jetzt die Tabs einzeln durchwechseln. Gehe ich jetzt mal auf Android Next, da ist die Seite. Wir können auch mal, um zu zeigen, wie schnell das Ganze lädt, machen wir jetzt mal hier die Meldung, dass Google aktuell schon den Lautstärke-Bugfix ausrollt, von dem dieses Gerät hoffentlich nicht betroffen ist. Da gucke ich auch gleich nochmal in die Telefoninfos. Also, das geht relativ zügig hier mit dem Browser. Ich wechsle nochmal den Tab. Gehen wir mal auf die Google Homepage. Oh, jetzt ist er ausgegangen. Das kann jetzt entweder ein Fehler bei mir in der Bedienung gewesen sein. Da sind wir wieder. Die drei Tabs sind auch immer noch auf. Und da ist die Google Startseite. Bei dieser Labs-Funktion frage ich mich jetzt gerade, wie mache ich einen Tab weg? Das geht jetzt nämlich nicht so einfach. Die Labs-Funktion kann man aber auch ausschalten. Das zeige ich euch vielleicht auch noch ganz kurz. Wie komme ich jetzt hier in die Einstellungen? Da, Einstellungen, dann machen wir das wieder weg. Dann seht ihr nämlich, wie das standardmäßig funktioniert. Wenn ich jetzt nämlich die einzelnen Tabs annehme, klicke ich da drauf, dann kann ich die durchrollen, dann sage ich, Android Next habe ich jetzt fertig gelesen, bitte zur Seite. Also sehr cooles Feature, sehr schöner Browser, der läuft auch sehr schnell. Überhaupt das ganze Ice Cream Sandwich, man merkt, dass sie da viel dran gearbeitet haben, das läuft alles sehr flüssig. Das Galaxy Nexus ist zwar ein potentes Gerät, aber hat ja jetzt nicht irgendwie Tegra 3 oder sonst was, ist ein 1,2 GHz Dual-Core-Prozessor, also ist leistungstechnisch gleich auf mit dem Samsung Galaxy S2 und das sieht alles sehr, sehr cool aus. Jetzt wollten wir nochmal in die Einstellung, das irritiert mich ein bisschen, dass es hier keinen Schnellzugriff für die Einstellung gibt, vielleicht kenne ich ihn aber auch nur noch nicht, in die Telefoninfo gehen. Da haben wir die Bildnummer ITL41F, das hatte ich heute Morgen geschrieben, das ist quasi die aktuelle Version, die eigentlich den Lautstärke-Fehler-Patch schon intus haben sollte. Also hier sollte nicht dieses Problem auftreten, dass wenn da eine 900 MHz 2G-Frequenz anliegt, das ganze wild hin und her springt. Ja, das ist erstmal das, was ich jetzt zum Galaxy Nexus so auf Anhieb sagen kann. Sehr, sehr schönes Gerät. Nochmal ganz kurz zu den Preisen. Also wir haben es, wie gesagt, gerade im Mediamarkt hier in Berlin-Mitte geholt. Es wurde ja gestern vereinzelt beim Mediamarkt für 649 ein sagenhafter Preis angeboten. Es ergab sich dann aber relativ schnell, dass Mediamarkt hat ja diese Tiefpreisgarantie. Auf Ansage hin, die Verkäufer im Mediamarkt quasi den Preis gesenkt haben. Das Gerät hat jetzt 549 gekostet. Es gibt allerdings zusätzlich jetzt eben auch noch die Weihnachtsgarantie, habe ich gleich, ich unlock mich mal nochmal, weil es so Spaß macht, ja. Die Weihnachtsgarantie von Mediamarkt, das heißt, wenn das Galaxy Nexus beim Markt, bei dem ihr das Gerät kauft, bis zum 7. Januar, glaube ich, nochmal günstiger wird, könnt ihr hingehen und sagen, hier, ich habe das jetzt hier gekauft und das ist jetzt günstiger geworden und dann kriegt ihr das Geld wieder zurück. Also sehr nettes Feature, kann man nicht so viel falsch machen, vorausgesetzt, dass nicht irgendwie am 1. Januar diverse Online-Händler den Preis dann nochmal deutlich senken und Mediamarkt nicht mitzieht. Aber eigentlich sind die ja auch immer ganz okay, was die Preise so angeht, beziehungsweise sie wollen ja viel verkaufen und machen das eher über die Masse als über hohe Einzelstückpreise. Ja, also das ist das Galaxy Nexus. Wir werden das die nächsten Tage mal nochmal auf Herz und Nieren prüfen und dann kommt irgendwann natürlich auch ein ausführlicher Testbericht zum Gerät selber, aber auch zu Ice Cream Sandwich. Das ist wirklich eine ganz tolle neue Iteration dieses Betriebssystems und meiner Meinung nach betritt Android damit wirklich eine neue, größere, erwachsenere Welt des mobilen Telefonierens. Armin von Android Next, vielen Dank auch und schöne Grüße an die Leser von Netbook News. Bis die Tage. Tschüss.